nächster Schritt ist passiert. Also den Kant eben, das Geländer habe ich schon gemacht. Das habe ich ja vorher angemalt. Jetzt geklebt. Auch die zwei Leitern sind jetzt schon drauf. So nimmt das dieser Brückenkran schön langsam Formen an. Ein Teil ist mir leider und weggeflogen. Also sollte immer beim Schneiden wirklich auch das Teil halten. Mir ist es weggeflogen. Und ich habe, glaube ich, über eine Stunde gesucht und dieses kleine Teil nicht und nicht gefunden. Vielleicht taucht es einmal auf, aber da wäre so eine Stütze noch da, die da hineingehört hätte. Also auf jeden Fall, so schaut jetzt der Brückenkran jetzt auch aus mit den Leitern und eben auch mit dem Geländer da oben und da. Also falls man das noch so nicht gesehen hat, da ist auch eine Leiter, die hinuntergeht. Ja, dann, ich glaube, der nächste Schritt ist jetzt da dann wirklich oben der Kran. So, jetzt sind wir so weit, dass das vordere Kastel auch schon dran ist. Wie ihr seht, ich habe bei diesem Gloss eben den Rahmen grau bemalen. Also das war normal nicht. Das ist normal eben auch durchsichtig, aber ja, original ist da natürlich ein Rahmen. Und das Wettering müsste man auch eben jetzt schön sehen, weil dann auch noch Fotostandbilder macht. Da ist dann noch dieses Plattform. Die eine Leiter, die gehört eben da so draufgelegt. Als nächstes kommt dann da das Geländer, da eine Leiter, das Vorderdach. Und dann fangen wir mal mit dem Unterteil an. Und zwar eben, wo dann wieder die Räder sind, damit eben das dann sozusagen hin und her fahren kann und sich bewegen kann. Also was haben wir da jetzt alles? Schon fertig, wir haben die Leiter, wir haben das Geländer, die Leiter ist drauf da, dann haben wir da das Dach drauf und die untere Führung, die dann auch dann mit den Schienen verlaufen soll. Kommt dann das auf die Schienen und fährt hin und her. Das haut schon einmal hin. Soweit sind wir jetzt mit dem Brückenkran, dass wir weiterarbeiten können. Jetzt kommt dann, glaube ich, als nächstes der obere Teil der Kran dran. Ich bin jetzt schon dabei, beim Kran, eben den Kran selbst zu machen. Den Teil habe ich jetzt schon geschafft. Der war auch eben dunkel. Deswegen habe ich auch dunkel eben angemalt. Und ich wollte euch jetzt zeigen, wieder den Unterschied. Die Seite ist bemalen, die Seite ist noch nicht bemalen. Ich hoffe, man sieht das eben schön, dass eben das da, wo es nicht bemalen ist, einfach mehr glänzt und wirklich wie Plastik aussieht. Hier, wo ich bemalen habe, schaut es realistischer aus. Deswegen bemale ich lieber alles. Und was ich auch bemalen habe, weil die waren normal schwarz. Was ich auch bemalen habe, die waren nämlich normal schwarz. Diese Rollen, wo dann die Fäden drüber gehen, die habe ich ein bisschen so silbrig gemacht, beziehungsweise nach Stahlfarben gemacht. So dass das Ganze eben ein bisschen realistischer aussieht. Dann muss ich sagen, fangt auch mir diese Bausätze von Fala Gefallen an. Deswegen werde ich auch in Zukunft wahrscheinlich mehr Bausätze zusammenbauen, aber nicht nur von Fala. Habe schon einige paar gesehen von Woodland Scenic, die ich brauchen werde, 6 Stück, die ich zusammenbauen werde. Ich werde von Kibri dann das Schloss Falkenstein aus Kärnten zusammenbauen, statt dass ich da stundenlang dabei sitze und versuche herauszufinden, welche Mauer wie lang und was ich da alles zusammenbauen muss und planen muss,
habe ich mir gedacht, ich bestelle dann von Chibiri, glaube ich, der Bausatz und baue den zusammen und werde den auch natürlich durch das Malen und versuchen, das so realistisch wie möglich dann zu machen. So werdet ihr dann in Zukunft dann noch mehrere eben Videos sehen, wie gewisse Bausätze von verschiedenen Firmen wie Falla, wie Woodland Scenic oder eben Kibri vielleicht. Vollmer ist, glaube ich, auch etwas dabei, was mir gefällt, zusammenbauen werde. Und dann könnt ihr ja selber dann auch entscheiden, ob ihr dann auch solche Bausätze dann zusammenbaut. Vielleicht auch mit der Idee, das anzumalen, bevor man das zusammenbaut. Also, soweit ist jetzt der nächste Schritt. Das Dach habe ich auch schon fertig, wo dann das Ganze angesetzt wird. Ja, soweit. Sagen wir mal, entschuldige das Wackeln, aber ich halte das jetzt einmal. Bei diesem Brückenkran ist ungefähr 1 Meter Faden dabei. Und dann war noch extra 10 oder 20 cm Faden extra dabei. Angegeben ist für die Länge eben da über das bis da hinunter 250 mm, also 25 cm. Das hat überhaupt nicht gereicht. Da muss ich Faller irgendwie tadeln, sagen wir mal so. Ich habe mir jetzt einen dickeren Faden, einen 0,5 mm Faden besorgt, weil ich das jetzt da aber da überhaupt nicht mehr in dem Sinn durch die Löcher durchbekommen hätte, weil die Löcher, wie soll ich sagen, verklebt jetzt waren von den anderen Faden. Ich habe die nur weggeschnitten. Okay, ein bisschen weiter weg. Habe ich Folgendes gemacht. Ich habe diesen Uhu, Reparaturkleber mit UV-Licht jeweils einen Tropfen raufgegeben, dann die Fäden raufgelegt und dann eben mit diesem UV-Licht, zeige ich es euch, weil wahrscheinlich kennt ihr das eh schon, diesen UV-Licht eben gehärtet und das haltet jetzt, wie ihr sehen könnt, an den Fäden. Und ja, jetzt können wir, ich habe jetzt da 45 cm Fäden gemacht für alle Fälle. Ich werde dann sagen euch, wie viel ihr wirklich dann braucht. Und jetzt können wir wirklich diese Fäden über diesen Krangestell sozusagen drüber ziehen und dann da, das gehört ja dann da unten bei diesen Zapfen da, bei diesen Zapfen befestigt. Das zeige ich dann euch, wenn es fertig ist. Wundert euch nicht, dass da alles liegt, weil ich mache immer oft zwei, drei Sachen gleichzeitig. Gut, also der Faden, der dabei ist, der ist zu kurz. Zumindest auch, ja, und auch eben die Angabe mit 25 cm ist viel zu kurz. Da kommt man ungefähr bis daher und dann ist es aus. Man will ja das ein bisschen herunterhängen haben, nicht viel. Sogar, aber wenn ich da ganz oben war, war ich vielleicht bis daher. Also, da müsst ihr euch einen eigenen Wie Faden. schaut das jetzt aus? Also, ich habe jetzt die Bänder einzeln da über die Rollen gezogen, da hinein. Dann hat man sie so, bekommt man sie so halbwegs auseinander zusammen, auf der Seite dann durchgezogen und hier wieder mit diesem UV-Kleber dann angeklebt, weil das war mit den Binden hat das nicht wirklich gehabt. Das haltet nicht, zumindest bei der Stärke, die ich da verwendet habe. Also mein Rat ist, dass ihr so um die 40 bis 45 cm Fäden nehmt und diese dann verwendet und ja, am besten dann halt abschneidet. Es dürfte mit 40 cm auch gehen, aber mit die 250 mm, also die 25 cm, die im
Plan angegeben sind, nein, das haut nicht hin. Was ich, glaube ich, da noch machen muss, das muss ich schauen, jetzt da, wenn da der Teil drauf kommt, das wird ja das nächste sein, da kommt ja auch noch ein Gestänge drauf, ob da nicht noch einmal ein Band raufkommt, das darunter, das ich runterziehe, damit es nicht da und so komisch runterhängt. Gut. Ja, weil eben es geht da unten, die Fäden gehen unten drüber, nicht oben drüber. So viel jetzt einmal bis daher in diesem Video. Ich hoffe, ich habe euch wieder ein bisschen was gezeigt und helfen können. Das mit dem Rost, das werde ich noch machen bei diesem Gestänge. Auf jeden Fall danke, dass ihr zugeschaut habt wieder. Jetzt sind es ja schon gleich 670 Abonnenten. Freut mich, wenn ihr wieder ein Abo da lässt oder eben einen Daumen nach oben. Und es freut mich auch, falls ich euch ein bisschen geholfen habe.